Was geht's, liebe Leute? Willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild hier bei Crush49. Offscreen habe ich jetzt ein bisschen gekocht und ja, ich konnte tatsächlich die Fee konnte tatsächlich auch mein blaues neues Gewand verstärken. Allerdings der alte Herr. Konnte uns auch nicht mehr sagen, aber wir waren immerhin auf dem richtigen Weg. Ich würde vorschlagen, wir gehen also nochmal, ja, wir können uns auch gleich hinporten. Von der Quelle der Fee aus gehen wir am besten, jetzt in die... andere Richtung. Bei den Ort, wo wir auf einen dieser... Typen getroffen sind. Ich weiß jetzt nicht mehr, was das für, wie diese Gruppe heißt, die uns angreift, die sich als Reisende ausgeben und ja, und dann uns drin immer einfach mal angreifen. Die sie den Auftrag gewittet haben, den Held von Hyrule aufzuhalten. Vielleicht erkunden wir dort mal weiter. Weil wir müssen auf jeden Fall noch sowohl noch die Erinnerungsfotos als auch die vier Titanen finden. Das ist mein Hauptziel. Und so viele weitere Schreine würde ich wirklich aufsuchen. Erst dann bin ich persönlich zufrieden. Gibt es noch eine Fee? Nee. Also ich glaube maximal drei Feen darf man tragen, weil ich habe jetzt gerade drei bei mir und es war nur eine einzige hier. Nachdem ich ja wieder zurückgekommen bin, diesen Ort. Oh, Moment. Das haben wir gleich. Ich habe ja zum Glück einen Stall. Dort müssen sie doch mein Pferd auch aufbewahren, oder? Das müssen sie doch herholen. Das kann es wohl nicht geben, ey. Ich will doch wieder auf mein Pferd weiterreiten können, damit ich schneller vorankomme. Oder vielleicht versuche ich es erstmal von Stall der Sümpfe aus weiter. Vielleicht finde ich dann dort aus auch einen weiteren Ort der Erinnerungen. Bislang steht noch nicht fest, wie ich da vorangehen soll und wie ich diese Orte finden kann. Das dürfte ziemlich schwer werden. Ich muss vor allem immer wieder auf die Fotos gucken und ja, vergleichen. Aber hier ist das Schloss Hyrule in der Nähe. Vielleicht drin rundherum. Ich habe da auch ein weiteres, achso, nee, hier. Ich habe da auch so ein Bild gesehen, wo das Schloss Hyrule in der Nähe war. Also hier zum Beispiel hätten wir so eins, dort sind zwei Bäume. Und hier, dort wo sich diese Säulen befinden. Könnte es sein, dass der Ort hier irgendwo ist? Deswegen sollten wir gleich hier uns mal umgucken, ne? Zuallererst möchte ich mir hier mein Pferd abholen. Ich möchte mein Pferd mitnehmen. Ah, maximal Zuneigung, sehr gut. Dankeschön. Sehr freundlich. Ja, das meine ich auch. So. Hallo, mein Freund. Endlich habe ich dich mal wieder. So. Na denn? Los. So. Wo lang jetzt? Die Zuneigung ist auf jeden Fall auf maximaler Stufe. Ich würde sagen, wir begeben uns zum Richtung Schloss Hyrule und suchen dort einen dieser Orte. Also begeben uns mindestens in die Nähe. Oh oh. Ja, hallo, wen haben wir denn da? Halt, 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 wo rennst du denn hin? Stopp! Lässt du wohl die Leute hier in Ruhe? Ja, man kann tatsächlich, deren Energie sehen. Mann, wo bist du denn hingerannt? Stures Pferd. Komm her. Na los! Nicht runterrutschen! Alter!
Komm schon. Los. So. Brav. So ist es brav. Hey, wo willst du hin? Warte auf mich. Und wieder muss ich gerettet werden. Aber es zieht mich eben zum Fluss. Schlimm, dass man nicht einmal einen kleinen Spitzhacker machen kann. Ich gehe zurück zum Stall. Ja, pass besser auf dich auf, Kleine. Ich war schon lange her, seitdem ich ein Pferd kontrolliert habe. Brav sein. So. Und los! Also, seitdem ich auf dem Pferd geritten bin. Los! So, es ist doch angenehmer Reisen hier. Vielleicht finden wir dort einen Ort von... Vielleicht finden wir einen dieser Orte hier. Ui, aber hier sind jede Menge Wächter, oder? Und da ist ein Turm. Halt! So, ich gucke mir das hier mal an. Ja, ich wusste es doch. Die sind zum Glück alle tot. Und wenn ich einen lebenden Wächter vorfinde, weiß ich, was ich zu tun habe. Mein Schild. Oh, ich habe nur noch ein einziges Schild, ey. Wenn das schief geht, dann habe ich keine Chance gegen die Wächter. Oder so gut wie keine. Hü. So, wo lang jetzt? Bin auf jeden Fall in der Umgebung. Ich würde sagen, ich begebe mich erstmal zu diesem einen Turm, damit wir auch diesen Ort registriert haben. Was? Ach du Scheiße. Ja, verschwindet bloß. Oh. Verflixte Fledermäuse. Kaum wird es Nacht, schon muss uns ein Schwarm attackieren. Ha, erwischt. Das Fleisch können wir uns auch gleich sammeln. Aufsammeln. Von Pferd aus geht's leider nicht. Wartet. Verflixte Fledermäuse. Kommt her. Ha, verschwindet bloß. Na gut, lasse ich das Fleisch mal liegen. So. Es ist doch wirklich angenehmer, mit dem Pferd zu reisen, nicht wahr? So, wo ist hier nochmal der Turm? Alter, sehe ich das richtig? Da bewegt sich ein Wächter. Ey! Verschwinde! Ich glaube, jetzt will ich mir noch nicht gegen den trauen. Da ist der Turm, ne? Auf den habe ich es abgesehen. Halt, da ist noch einer! Sind wir von Wächtern umzingelt? Wo ist denn dieser Turm? Der hier, ne? Alter, jetzt habe ich mich total verlaufen. So viele mobile Wächter hier. Oh, shit. Oh, oh. Volles Tempo. Alter. Boah, das Ganze in der Nähe und er hat mich entdeckt. Renn, mein Pferd, renn. Alle drei. Jetzt bleib nicht stehen. Au. Boah, die one-hitten mich auch. Fuck.
Na, warte. Ah, nein. Ist mein Schütze brauchen? Nö. Wow, zurückschicken. Ich schaff's das tatsächlich. Nein, mein Tatenschild ist weg. Shit. Oh, das war's für mich. Ja, komm, das ist ja voll unfair. Wow, was zum... Hey, ist in einem Bein abgeschlagen worden? Ganz egal, was es auch ist. Ich verdufte hier. Drei Wächter sind mir eindeutig zu viel. Was? Odin Nacht macht des roten Blutmondes oder was? Wow, ich war von ihm wieder getötet worden, aber zum Glück kommt es zu einer weiteren Nacht des Blutmondes. Ich will eher auf der Hut vor diesen ganzen Wächtern sein. Shit! Bin ich tot? Oder lebe ich noch? Ich hab's überlebt. Jetzt bin ich aber tot. Fuck, Alter! Ah! Ich hab's versucht, ey, aber ich werd von drei Wächtern umzingelt. Drei Wächtern! Oh, oh, oh. Das ist doch eindeutig zu viel. Aber ich hab's irgendwie geschafft zu timen. Einmal. Und einmal wurde einem das Bein abgeschlagen. Aber wie? Ich schätze mal, man kann auch deren Beine attackieren. Ich versuche es jetzt nochmal hier durchzukommen. Aber dieses Mal muss ich vorsichtiger sein. Ich sollte mich jetzt nur schnurstracks zum Turm begeben. Nirgendwo anders hin. Wo auch immer sich der Turm befinden mag. Ja, hier bin ich gestorben. Wo war denn hier der Turm nochmal? Auf jeden Fall weiß ich hier, da halten sich lauter Wächter auf. In der Nähe. Aber hier müsste doch auch eins der Orte sein, von dem sich, von dem ein Foto gemacht wurde, ne? Vor 100 Jahren. Würdest du dich mal hier entlang gehen? Da ist noch ein Turm. Das sind mehrere Türme. Wo rennst du denn hin? Okay, jetzt regnet es dieses Mal. Das Wetter ist immer random und anders. Ich hoffe nur auf eins. Ich werde jetzt dieses Mal hoffentlich auf keinen weiteren Wächter treffen. Ich werde mich jetzt schnurstracks zu diesem Turm hier begeben. Halt ho! Gutes Pferdchen. Brav. So, warte hier auf mich. Ich versuche über den Fluss zu kommen. Ich will auf jeden Fall zu diesem Turm hier. Hau ruck. Hau ruck. Ah, easy peasy. Funktioniert. Ganz einfach. Aber kann ich da überhaupt hochklettern jetzt gerade, wo es so regnen muss? Oh, eine elektrisch geladene Fledermaus ist für mich gar nicht gut. Was zum... Ups. Hallo? Ui. Die sind böse. Alter! Hier bin ich wieder ein bisschen umzingelt. Aber das ist kein Problem für mich. What the? Hey! Hört auf, mir Stein zu beschmeißen. Ein Bernstein. Haben die den etwa geworfen oder was ist da passiert? Anscheinend haben die den geworfen, diese Spackos. Das brauche ich nicht. Weiter in den Stachelbockstock in die Hand und weiter. Und ich muss ja nicht extra klettern, ich kann hier hinauflaufen. Ups, noch so einer.
Ja, diesmal mache ich davon aber ein Foto. Darf ich auch nicht vergessen. Das mache ich, das ist jetzt natürlich nicht unbedingt hundertprozentig notwendig, aber es hat ein nettes Klimmig für zwischendurch. Ah, verdammt. Ich sollte ihnen eine Bombe hinterlassen. Und zwar diese viereckige. Oh, das sind es gleich zwei jetzt sogar. Da kommt er. Bumm. So, jetzt will ich aber deren Materialien hier haben. So, hier haben wir einen Feuerstein, ja. Wo ist der andere hingeflogen? Werde ich wohl. Oh! Nie erfahren! Gib her den Bernstein. Na, Allah. Hat sich doch gelohnt. So. Da ist ein Skelett, das bestimmt gleich aufsteht, ja. Das war offensichtlich genug. Ah, mein Pferd kann mich hören. Ich will den Bogen in die Hand nehmen. Okay, ich habe zum Glück noch welche. Ja, jetzt kommt die Nacht des roten Blutmondes erneut. So, wo bin ich denn hier gelandet? Oh. Elektroflimmerhäuser. Und da kommt sie wieder. Das kann ich ja jetzt überspringen, ne? Ich weiß, dass die Nacht des Blutmondes erneut gekommen ist. Ich sehe es ja. Die Feinde werden wiederbelebt und ja, und so weiter und so fort. Noch mehr von euch. Oder Moment, was ist das jetzt genau? Au, oh, das sind die Fledermäuse. Treffer. Ach, daneben. Was? Oh, was haben wir denn da? Noch so einer, dieser Hexer. Den lock ich dadurch nur. Verdammt! Krieg ich mal die Fledermaus hier? Komm her! Komm her zu mir, hier bin ich! Alter, ich verschwende meine Pfeile! Jetzt aber hast du meine Aufmerksamkeit. Elektro-Flederbeißerflügel. Oh, da ist noch einer. So, aber jetzt. Und jetzt bist du dran. Nee, nee, nicht mit mir. Ja. Ja, willst du mich verarschen? Wow, was zum. Was macht er? Ah! Das ist gerade ein Blitzgewitter verursacht. What the hell? Alter! Erstmal was essen. Hier läuft gerade alles aus dem Ruder. Hey, was soll das? Ich werde nicht ständig geschockt. Jetzt reicht's. Ich sollte wieder eine andere Waffe anlegen. Aber die sind alles elektrisch geladen. Ich brauche nur eine hölzerne Waffe. Ich habe kein Schild mehr? Euer Ernst? Hey, jetzt hört auf!
Jetzt kommt! Hey! Ich werde ständig geschockt! Ich kann nicht weg! Meine letzte Fee ist jetzt weg! Meine Waffe ist weg! Nein, das gibt's doch nicht! Was? Oh, wehe, wenn es jetzt keinen Speicherpunkt dazwischen gab, wo ich hier war. Wehe, wenn ich jetzt wieder bei der Brücke da anfange. Gott, nein, weil ich ständig vom Blitzgewitter erwischt werden muss. Das gibt's ja wohl nicht. Das hat mir jetzt alles verdorben. Weil diese blöde Fledermaus mich ständig schocken musste. Ich konnte gar nicht weg. Nee, ist klar! So, wohl nicht. Jetzt muss ich diese Passage tatsächlich wieder von vorne machen. Gucke ich mich vielleicht mal hier um. Oh. War hier früher mal ein Boblin-Lager? Kann man das fotografieren? Nö. Ein rotes Schleimschlee? Was? Hat sich da etwa ein roter Schleim irgendwo versteckt? Naja, jetzt ist er jedenfalls down. Ein Maxi-Trüffel. Seltener Pilz auf gut Butterboden wächst. Er besitzt ein starkes Aroma und hat das große Eigenschaft, Herzen über das Maximum hinauszufüllen. Sollte ich aber vielleicht jetzt auch machen. Ich habe extra dafür was gekocht. So. Was? Ich kann es nicht weiter auffüllen? Shit, jetzt habe ich das verschwendet. Ach, na klasse. Jetzt habe ich da was verschwendet. Das war jetzt echt dumm von mir. Ich dachte, ich könnte noch mein Herz noch weiter öffnen, aber es ist anscheinend das Herzmaximum, was ich gerade habe. Und blick mal, wo führt das denn hin? Ein weiteres Bockblindlager. Und da speichere ich das endlich mal wieder. Sind da irgendwelche explosiven Fässer? Nö. Ich kann sie nur von hier aus attackieren. Na, komm her. Ach, du hättest dich schlau mit deinem Schild. Jetzt komm. Oh! Aha. Ah, der hat den Kochlöffel. Wollten die gerade was kochen? Ein Reiseschild. Das nehme ich doch liebend gerne. Sieht nicht, es sieht aber nicht so aus als. Als, oh, ein Reiseschwert. Ah, jetzt, komm schon. Verschwinde. Fünf Holzpfeile. Hier gibt es auch eine kleine nette Ausbeute. Wie es scheint. Hat das irgendwo hingeführt? Och ne, schon wieder so ein Schwarm. Liebes Reiseschild ausstatten. Ach. Reiseschwert. Da kommt her. Ja. Lauft nur davon.
So, und da kommt wieder der Blutmond. Und noch mehr Skelette. Die jetzt nichts mehr tun können. Außer dumm da liegen. Oder zumindest von dem, was noch von denen übrig ist. Ach, schau ihn an. Und tschüss. Was ist denn da los? Sind anscheinend nur noch Überreste. Holzkellen, Topfdeckel. Aber hey, vielleicht mit dem Topfdeckel kommen auch die Laser der Wächter abwehren, wer weiß. Oh, jede Menge Pfeile. Auch hier einer der verschossenen Holzpfeile. Okay, ich glaube, ich habe mich hier genug umgesehen. Hier konnte man wieder kochen. Ein Reiseschild, jawohl. Die sind mir schon lieber. Ja. Nacht des roten Blutmondes. Ich weiß. Bla 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 bla. Wahrscheinlich kommen dann auch wieder die Feinde dort zurück, die ich gerade besiegt habe. Na komm, jetzt überspringen. Okay. Wir sind leider nicht sehr gut vorangekommen, muss ich sagen. In diesem Part. Sind die Feinde wieder da? Ja, tatsächlich, ich glaube sie nicht. Da hat man die gerade besiegt und da kommen sie wieder zurück. Ja. Maul halten. Haha. So, komm her. Ups. Das war Fail. Ach, schon wieder. Ich bin so ein Tappes. Und tschüss. Und dafür müsste mein Reiseschwert drauf gehen. Selbstverständlich. Ein weiterer Reiseschild immerhin. Und jetzt noch ein Reiseschwert, okay. Ja, schon ist die Schildtasche wieder voll, aber immerhin habe ich jetzt wieder eine Menge Schilder bei mir. Liegt da irgendwas? Ah, hier ist ein Apfel. Ja gut, mehr gibt es ja nicht zu tun. Ach, wenn ich bloß irgendeinen dieser Türme erreichen könnte. Ah! Hey, euch wollt ihr damit nicht anlocken! Ihr Ungetüme! Oh! Wo ist mein Pferd? Hast du mitgekämpft? Komm, lass uns hier verschwinden. Aber halt, hier gibt's Gras. Oh Mann, ich frage mich, wie viele Raucherwitze dadurch wieder entstehen. Was ist denn hier los? Oh, was ist das? Das sieht mal nach einem starken Feind aus, den wir uns im nächsten Part vorknüpfen. Und wie immer, wenn es dir gefallen wusste, trotz dieser Fails, sorry, dass wir jetzt nicht so gut vorangekommen sind. Aber ja, in kleinen Schritten kommen wir halt voran. In kleinen. Besser als nichts, ne? Und ja, wie schon gesagt, wenn das so gefallen wusste und wenn ihr halt auch Fail-Parts mal mögt, dann bitte ich jetzt bestätigen, dass ihr einen Daumen nach oben. Dann sind wir beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit bei. Also seid gespannt, klickt da rein. Euer Crush Wolfic 89 bis in diesem Part von Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Also auf Wiedersehen und tschüss, oder? Now you know.